Tiroler Ötztaler ist sehr bekannt für seine raue Schönheit, aber auch für seine zahlreichen Superlative. Im Ötztal gibt es den höchsten Berg Tirols, das höchste bewohnte Kirchdorf Österreichs und das größte Gletschergebiet der Ostalpen. Ein Wahnsinn. Aber was man nicht weiß vom Ötztal, es ist das Mekka der internationalen Klippenspringer-Szene. Warum? Schauen Sie es sich an. Wenn ich, keine Ahnung, 25, 27 oder 30 Meter hoch stehe, erhöht sich der Druck in meinem Kopf, mein Herz schlägt schneller und man muss sich wirklich runterbringen. Du musst mental in der Lage sein zu sagen, okay, warte einen Moment, nimm dich ein bisschen zurück und denke daran, dass du weißt, was zu tun ist. Körperbeherrschung, Kraft und Präzision gehen hier einher mit einer unfassbaren Willensstärke. Regelmäßiges Training ist unerlässlich. Und dafür pilgert die internationale Klippenspringer-Szene ins heimische Ötztal. Konkret in die Area 47, einen riesigen Abenteuerpark. Dort steht nämlich eine weltweite Einzigartigkeit. Ein 27 Meter hoher und zudem höhenverstellbarer Sprungturm. Der zehnfache Weltmeister Orlando Duque aus Kolumbien trainiert hier jeden Sommer zusammen mit seinen Weltcup-Kollegen. Das Ötztal ist zurzeit das Cliff-Diving-Mekka. Dass wir hier diese Möglichkeiten haben zu trainieren, ist unglaublich. Ehrlich, nirgendwo anders auf der ganzen Welt gibt es so etwas. Als ich 2012 diesen Ort zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich richtig umgehauen. Ich konnte nicht glauben, dass so ein Ort überhaupt existiert. Heute hat das Wasser nur 18 Grad. Trotz des besten Aufwärmens sind die Muskeln schnell wieder kalt. Trainiert werden muss trotzdem. Vor allem Jan Wilko ist jung und hungrig nach Erfolgen. Er ist heuer das erste Jahr beim Weltcup-Zirkus der Cliffdiver dabei, als Quereinsteiger. Ich habe angefangen mit 13, 14 mit einem Gartentrampolin und hatte vorher mit Sport gar nichts zu tun, komme aus einer Musikerfamilie. Bin dann irgendwann ins Freibad gegangen, habe die Sachen vom Einer-Dreier gemacht, bin dann nach Hannover ins Stadionbad gegangen. Es war das erste Mal, dass ich vom Zehner gesprungen bin, da war ich so 15. Und ja, dann haben sich die Sachen so ergeben. Und dann habe ich mit 18 tatsächlich angefangen, auf Schön zu springen, bin in den Turmspringverein gegangen. Und mit 20 habe ich meine erste Klippenspringen-Meisterschaft gemacht. Das war vor 5 Jahren. Jan steht dazu, dass er Höhenangst hat. Umso intensiver muss er üben, um diese Angst jedes Mal zu überwinden. Warum macht man das bloß? Dieses Gefühl, wenn man einen neuen Sprung gemacht hat, ist einfach atemberaubend, dieser Adrenalinrausch. Und ja, man springt doch jedes Mal aufs Neue über den eigenen Schatten. Nicht selten, dass man auf 20 Metern steht, gerade wenn die Saison wieder losgeht, man sich denkt, warum mache ich das eigentlich? Aber jedes Mal, wenn man gesprungen ist, weiß man, ach, deswegen. Angst ist ein regelmäßiger Begleiter der Klippenspringer. Schließlich könnte ein Fehler tödlich enden. Auch für jemanden, der 13 Saisonen lang Weltbester war und 2 Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde zu verzeichnen hat. Hast du noch Angst, wenn du da oben stehst? Ja, das habe ich. Ich habe Angst, um ehrlich zu sein. Keine Todesangst, so wie es eine Person haben würde, die noch nie aus 20 Metern oder höher gesprungen ist. Aber ich habe vom Gefühl her Angst. Angst ist, denke ich, jedes Mal dabei. Aber die Angst ist gut, weil sie sorgt dafür, dass dein Adrenalinspiegel ganz hoch ist, dass alle deine Antennen ausgefahren sind, dass du voll konzentriert bist. Du kriegst alles mit. Und das ist halt dann deine Lebensversicherung da oben. Die Sprünge sind genau bemessen. Jede Schraube, jeder Salto, jedes Manöver. Das Risiko ist also gut kalkuliert. Der Körper kann nicht jeden Tag von 25 Metern oder höher trainieren. Da könnte man sich verletzen. Was wir tun ist, wir teilen die Sprünge in kleinere Einheiten. Deshalb ist dieser Ort hier so wichtig für uns. Wir können von 3 bis 27 Meter trainieren. Zuerst trainieren wir auf einem unteren Level und schauen, dass die Sprünge möglichst perfekt sind. Erst dann setzen wir diese Teile zusammen und gehen rauf auf 27 Meter. Those parts of the dive are almost perfect and then we put it all together and we take it to 27 meters high. Heute trainieren die Cliffdiver jedoch unter Anführungszeichen nur vom 20-Meter-Turm. Die Wassertemperatur ist zu kalt, das Verletzungsrisiko wäre zu hoch und die Saison ist erst im Oktober zu Ende.
Weltweit bezeichnen sich die Klippenspringer als Familie. Schließlich wissen alle, was es heißt, auf 27 Meter Höhe zu stehen und springen zu müssen. Es ist frei, man denkt gar nicht richtig nach, also man hat eine komplette Leere. Und man ist einfach nur in diesem Tunnelblick drin, dieser Sprung, man fühlt den Sprung. Und ja, konzentriert sich darauf, dass man halt gut ins Wasser eintaucht, mit den Füßen zuerst. Und freut sich jedes Mal aufs Neue, wenn es auch geklappt hat.